Oh Gott, selbst damit wird es extrem schwer, das zu schaffen. Oh, hallo, hallo. Vollgas, komm. Komm, gib ihm. Ah, wir müssen darüber hüpfen. Ja, nein! Als Paketbote ein paar Cent dazu verdienen und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 Real Life. Ja, das geht natürlich nicht mit so einem schicken Golf 2, auch wenn er nicht schlecht ausschaut, besonders so ein GTI. Ist eigentlich mittlerweile schon wieder so ein Traum quasi. Nein, es geht mit so einem Fahrzeug, einem Mercedes Sprinter von DHL, reingemoddet selbstverständlich. Sehr cool, mit anderen Felgen, ein bisschen tiefer gelegt, ist natürlich jetzt in dem Fall ein bisschen ironisch, weil Postautos tiefer legen. Das wird schon durch die Pakete tiefer gelegt, ne? Wir wollen heute nämlich loslegen. Nämlich mit Paketbotendienst quasi. Leider verdient man damit traurigerweise sehr wenig in echt, aber wir verdienen $50 pro Paket, wenn wir das Ganze unbeschädigt ans Ziel bringen. Und ich sag euch eins, Leute. Es ist der wahrscheinlich schwierigste Mod überhaupt. Also nicht von der Aufmachung, sondern hauptsächlich von der Absolvierung mit einem solchen Fahrzeug, sage ich euch jetzt schon. Dort ist die Poststelle und wir haben das Auto heftig getuned, aber ich glaube, es wird schwer. Es wird schwer. So, jetzt werden die Punkte auf der Karte markiert. Jetzt haben wir verschiedene Punkte, die wir anfahren müssen. 3 Stück, um genau zu sein. Den ersten fahren wir auch schon an, müssen dafür umdrehen. Haben jetzt noch 28, 27 oben links steht's. Wir müssen uns heftigst beeilen, weil wenn wir ein Paket nicht in der vorgegebenen Zeit schaffen, ist die komplette Mission fehlgeschlagen und Pech gehabt. Wir können nach Hause gehen, können wir von mir aus irgendwo anders die Pakete ausliefern, aber nicht mehr da. Deswegen müssen wir uns beeilen. 10 Sekunden, 7, 6, und das ist eben extrem schwer, ne? Ey, sorry, wir müssen mal ganz kurz hier Pakete abliefern. 2, 1, ja, geschafft, sehr gut. So, jetzt brauchen wir schnell den nächsten Punkt. Wir brauchen immer die kürzeste Route. Ah, nein! Kollege, mach Platz! Bist du verrückt? Mein Gott! Du sollst Platz machen! Passt doch. Hä? Geht doch immerhin. So, hier. Schöne Grüße von DHL. Oh nein, die Polizei. Nicht gut. Eieiei. Das stand nicht in der Stellenbeschreibung. Meine Güte. Ah, nein. Wir haben noch einen M5. Ah, nein. Wir haben uns gedreht. Entschuldigung. Entschuldigung. 20 Sekunden. Komm, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Entschuldigung. Entschuldigung. DHL Express. Ah, Hilfe. Vorsicht, Entschuldigung. Zustellen. Ja, sehr gut. Und jetzt haben wir wieder 90 Sekunden. Das könnten wir schaffen. Das könnten wir schaffen. Komm, 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 komm. Go, 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 go. Vollgas. Wir packen das. Uah, das wird eng. Aber wir haben es geschafft. Komm, komm, komm. Der Heli sucht uns auch schon. Ich sehe es schon in den Nachrichten. Der L-Zusteller nimmt seinen Job sehr ernst. Als erster DHL-Paketbote sind wir pünktlich. Nein, natürlich alles Ironie, ne? Ironie mit viel Wahrheit dran. Entschuldigung, Entschuldigung, Verzeihung, Verzeihung. So, und... Komm. Ja. Woohoo! All deliveries done. Perfekt. Und jetzt könnten wir wieder einen neuen starten. Und wir merken, dann kriegen wir immer wieder neue Punkte. Und es gibt wirklich Missionen, die sind fast unschaffbar. Also, ich habe sau oft probiert, das Ganze rechtzeitig hinzubekommen. Und es gibt wirklich Szenen, weil wenn man dann recht viel abliefern muss, wo man es dann nicht rechtzeitig schafft. Also ohne das kleine Leistungsupgrade hier würde es der Sprinter echt nicht packen. Entschuldigung, Verzeihung. Oh, hier haben wir gleich 2, das ist perfekt. Das ist natürlich optimal. Also das ist jetzt. Aber wir haben dazu kaum Zeit bekommen, wie ihr oben links sehen könnt, ne? 18 Sekunden, weil der Punkt, der nächste, ganz in der Nähe ist. Aber das Problem ist, eben dorthin zu kommen, ist extrem schwer. Also in der vorgegebenen Zeit, meine ich. So, und anhalten. Perfekt, 62 Sekunden Zeit gewonnen. Das ist optimal. Wow, schnell, nächster Punkt. Okay, die anderen sind sehr auf einem Haufen. Das ist gefährlich, da kriegen wir wenig Zeit dazu. Komm, 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 go, 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 go. Vollgas. Ich habe natürlich den Link in die Beschreibung gepackt zu den ganzen Gaming-Komponenten und so weiter, die in der Videobeschreibung sind. Könnt ihr mal gerne reinschauen. Wisst ihr ja, habe ich ja schon öfter erwähnt. Woo! Entschuldigung, Verzeihung. Go, 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 go. 30 Sekunden. Das wird eng. Das wird eng. Entschuldigung. Tut mir leid. Komm, komm, komm. Gegenfahrbahn. Oh, das wird jetzt lustig.
Entschuldigung, Verzeihung. Rückwärtsgang. Da haben wir jetzt wenig Zeit, nehme ich an. Ja, wenig Zeit dazu bekommen. Aber wir könnten es schaffen. Da auf der Autobahn Ausfahrt ist einer. Komm, komm, komm. Go, 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 go. Ah. Komm, das packen wir, das packen wir. Schnell rüber. Zur Ausfahrt. Ja, ja, ja. Bremsen, bremsen, bremsen. Schwierig. Und wie viel Zeit kriegen wir? Oh, nicht viel. Aber wir haben entsprechend weit zu fahren, wenn wir den Regelweg nehmen würden. Aber wer nimmt schon den Regelweg, ne? Oh Gott, selbst damit wird es extrem schwer, das zu schaffen. Oh, hallo, hallo. Vollgas, komm. Komm, gib ihm. Ah, wir müssen darüber hüpfen. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Oh nein, das packen wir jetzt nicht mehr. Und unsere Pakete haben leichte Beschädigung, wie man oben links lesen kann. $40 Reward nur noch. Ah, das packen wir nicht. Aber ich habe auch noch einen anderen Paketmod installiert. Den können wir uns auch noch anschauen. Wo wir einen etwas anderen Auftrag haben. Mission failed. Ja gut, die schmeißen mich hier raus. Ist mir egal. Ihr könnt euer DRL-Postauto wieder haben. War eh blöd. So, hier, bitteschön. Mann, 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 da habe ich jetzt genug von. So. Bitteschön, Poststelle. Ja, macht's gut. Hallo, Entschuldigung, Verzeihung. Ich würde mir gerne Ihren Mustang leihen. Danke dir, danke dir. Danke, ciao. Die Post AG bedankt sich. So, jetzt geht's zur nächsten Stelle. Und zwar ist die nicht weit entfernt. Dort können wir auch Pakete ausliefern, aber etwas anders. Da sind wir jetzt auch gleich bei wieder Go Postal. Ja, naja, ne, alle Wege führen nach Rom. We aim not to lose it ist ein gutes Motto für einen Paketzusteller. Also auf gut Deutsch, wir haben das Ziel, es nicht zu verlieren. Ja, kann man so sagen, ne? So, da haben wir aber ein anderes Zustellfahrzeug. Vielleicht hilft es uns aus oder ein bisschen besser, die Pakete zu liefern. So, guten Tag. Wir würden gerne auf der Schwierigkeit Mittel das Ganze probieren, mit dem Timer gerne. Und wir können auch schon loslegen. So, ja, perfekt. Ja, so, jetzt auch im Go Postal Outfit geht's auch schon los. $220 kriegen wir dafür, wenn wir in 1,8 Meilen etwas wegbringen. Und zwar hier im FedEx Express. Also die direkte Konkurrenz eigentlich, ne? So, auf geht's. FedEx. Und wir haben da auch einen Timer. Unten rechts steht's 2 Minuten 33. Also es ist hartes Leben als Paketzusteller. Aber so ist es auch in echt. Ein Paketzusteller verdient nicht viel. Und das ist eigentlich blöd für einen Knochenjob. Mit, ja, von früh bis spät arbeiten natürlich mittlerweile. Entschuldigung, Verzeihung. Tut mir leid. Von früh bis spät arbeiten und eben, ja, dem Druck, dass man jederzeit ersetzt werden könnte. Das ist halt echt hart und deswegen lagern die meisten an Subunternehmer aus und die Subunternehmer lagern dann die Paketaufträge an Subunternehmer aus. Zum Beispiel Hermes lagert generell nur an Subunternehmer aus, DHL teilweise und ja, dass die Kollegen bei der Deutschen Post AG deutlich besser bezahlt werden als die Kollegen bei DHL, obwohl sie im Grunde genommen fast dieselben Berufe haben, ist auch ein bisschen hart, ne? Oh, Entschuldigung, Verzeihung, tut mir leid. Wir haben Pakete auszuliefern und wir wollen als Paketbote mal pünktlich sein. Aber daran sind natürlich auch die Kunden schuld. Also wir, du, ich, jedermann, der so viel bestellt, weil es ist natürlich so, dass durch die Nachfrage auch irgendwie die ganzen Pakete hingebracht werden müssen. Und man möchte immer günstiger, immer billiger bestellen und so. Deswegen ist es natürlich auch logisch, dass irgendwo gespart werden muss und leider ist es halt meistens bei den Mitarbeitern, beziehungsweise dann bei den Löhnen. Ne? Ist halt ein bisschen traurig. Abgesehen mal davon gibt es echt einen echt schönen Sonnenuntergang. Also die Grafik gerade, komplette Kulisse, richtig schön. Da kann man schön Pakete zustellen. Da macht das Ganze auch Spaß. Auch wenn man hier natürlich ein bisschen Zeitdruck hat, wir haben noch 50 Sekunden Zeit, dann nehmen wir auch mal die Abkürzung über den Acker hier. Oh, Entschuldigung. Oh. Aua, Entschuldigung. Ich habe Vollkasko. Alles gut. Oh, nein. Gefährliche Sache. Hier um die Ecke. Oh, ja, ja. Die Bremsen von so Zustellfahrzeugen, ey, die sind ja echt peinlich, ne? Huiuiui. Ja, gut. Okay. Wir sind gleich da. Gerade so haben wir es geschafft, ne? Nicht mehr lang. Da, die Tankstelle hat was bestellt. So, oh, Verzeihung. Oh. Exit the truck. Und wir haben es geschafft. The shipment got delivered. Sehr gut. Optimal. Das ist doch zum Kinnhaken geben.
Und damit haben wir es auch schon geschafft. Und GTA hat sich verabschiedet. Dann hätte ich gesagt, Leute, verabschiede ich mich auch. Schaut gerne mal oben rechts bei den Videos hier vorbei. Ich hätte gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr vom Zusteller-Mod haltet. Ich finde ihn sehr cool. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.